Hallo Leute und willkommen zum Call of Duty, wollte ich gerade sagen, zu Rainbow Six Siege. Es gibt ein neues Update und das hat damit zu tun, dass ich heute ein Let's Play mache. Und ich wollte euch mal zeigen, was neu ist. Da, JTF2, nennt sich das. Das sind die hier. Aber die sind schweineteuer, wie ich gerade sehe. 25.000. Naja. Und es gibt eine neue Welt, die nennt sich Yacht. Aber das ist ja egal jetzt erstmal. Ich dachte, wir spielen eine Runde Multiplayer. Touristenjagd nicht. Multiplayer. Bestimmt spielen das jetzt auch viele Leute. Und ich werde während des Mal wieder nicht quatschen. Vielleicht gibt es ja Leute, die auch Deutsch sprechen. Bin mal gespannt. Spielersuche. Und ich hoffe, das klappt alles hier mit den Servern. Naja. Tschö. Level 14. Ich habe auch schon ewig nicht mehr gezockt, muss ich zugeben. Okay, keine Zeit dafür. Und jetzt dachte ich mir, na, lass uns mal machen. Geht doch. Na komm schon. Das schaffen wir. Oh, das schaffen wir. Oh, ja. Drei gegen fünf. Bravo. Zwei. Jetzt kommen da vier. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Nur noch 10 Sekunden. Ja. Noch 5 Sekunden. Aus dem Match entfernt. Na toll. Ach, dann machen wir Touristenjagd, Leute. Ey, wenn das so weitergeht, dann werde ich Rainbow Six deinstallieren und das war es dann mit dem Ende von Rainbow Six. Weil das geht ja nicht so weiter. Also das, ich finde das so zum Kotzen. Aber ihr wisst ja, was ich meine. So. Das Haus, wie es aussieht. Ich bin mal gespannt.
Okay, Leute. Ich schätze, war der Zeit 48. Ich bin jetzt schon bei 1 Minute. Ach, kommt, Leute. Wir probieren noch einmal Multiplayer. Wenn das denn nicht klappt, werde ich dieses Let's Play beenden. Weil das geht nicht. Das ist doch nicht mehr normal, echt. Schätze, war seit 10 Sekunden. Ich bin schon wieder bei. Nee, also. Es macht keine Laune. Es macht keinen Spaß, wenn du ewig brauchst, um ein Spiel zu finden. Beziehungsweise Gegner. Und das ist auch so bescheuert gemacht, denn. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Aber ich möchte gerne Yacht spielen. Was jetzt? Ach so. Ist rausgegangen. Und die alle raus. Ach, das ist doch nicht mehr normal, Alter. Ich mach gleich ein eigenes Spiel, echt. Drei, zwei, eins. Ja, komm, wir erstellen mal heute mal ein eigenes Spiel. Und dann ist gut. Ja, das geht ja nicht. Das ist nicht so zum Kotzen, ne? Also, das ist so der Hammer. Aber was soll man machen, ne? Was sollen wir machen? Echt. Komm, Multiplayer. Benutzt. Genau. Wir wollen erstellen. Neues Spiel erstellen. Fun. Match. Hier, das machen wir auf jeden Fall. Hot-Einstellung, Hardcore. Normal. Tag. Match-Einstellung, Ende, Anzahl der Runden. Nochmal. Alles sind so. Zwei Verlängerungen. Match hinzufügen, dann machen wir noch eins. Dann machen wir oh, bei Nacht. Und noch eins. Tag. Bombe. Spielliste speichern, den Namen. Es sind noch keine Sonderzeichen. Der Krieg beginnt. Der Krieg
Weh. Gent. Wenn das jetzt nicht geht, Alter. Was ist denn daran falsch? 1, 2, 3, 4. Als Spieler erstellen. So. Und jetzt will ich das Spiel spielen. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. So, und jetzt warten wir mal. Jetzt starten, Mario. Ich mache mal jetzt starten. Wir gucken uns das an. Vielleicht können wir ein bisschen rumlaufen. Wir nehmen natürlich. Schabtrunnen, nein. Ihn hier, Ausrüstung. Ihr müsst die Geisel lokalisieren. Oh. Also die Welt sieht schon mal richtig geil aus. Muss ich ja mal sagen, ne? Zum Glück ist hier keiner drinne. Zum Glück ist hier keiner drinne, der uns stören könnte. Position der Geisel ist unbekannt. Einsatz trotzdem freigegeben. Also die Spritzer sehen nicht so schön aus. Muss ich ja mal sagen. Halt, da stand da irgendwas. So, dann gucken wir mal. Also ich finde die Welt. Achso, springen. Gar nicht so schlecht. Sieht schick aus. Hier, wir gehen mal hier rein. Ah, Serverraum. Hier ist natürlich der Motor. Ja, sieht ganz gut aus, muss man ja mal sagen. Hier. Ich gebe mich hier draußen. Ah, so, da kommt man von hier rein. Stürmt die Bude und freut sich natürlich. Okay. Kann man hier nach oben gehen? Naja. Also sieht gar nicht so übel aus. Hätte ich mir jetzt nicht so vorgestellt, dass es so aussehen würde. Hier gibt es noch richtig viel zu sehen. Also schaffe ich gar nicht. Und es geht weiter. Also ich wollte euch nur ein bisschen was zeigen hier. Dadurch, dass wir hier ein bisschen gefrustet sind.
Also es ist schon eher Garten. 15 Sekunden übrig. Geisel gesichtet. Wir bewegen uns. Es bleiben noch 10 Sekunden. Bewegung. 5 Sekunden übrig. Naja. Also, die Welt geht. Ist ganz in Ordnung, aber. Evakuierung erfolgreich. Gute Arbeit. Ja, also, die kann man spielen. Kann man wirklich spielen. Also, muss ich ja mal sagen. Und, naja. Also. Ja. Ist ganz okay. Natürlich gehen wir jetzt hier raus. Ich versuche es jetzt hier noch einmal, dass ich hier irgendwo reinkomme. Und wenn das nicht klappt, ist dieses Let's Play hiermit zu Ende. Und es tut mir auch ehrlich leid einerseits, aber es macht halt keinen Spaß, wenn du wirklich hier Sachen machst. Und na komm. Also es ist, wie soll ich das sagen, also es ist schon scheiße, wenn du spielen willst, kannst es aber nicht, weil du rausgekickt wirst oder weil es einfach nicht funktioniert. Schön mit dem letzten Update. Ey, bravo, ja toll, wir haben eine neue Map, wir haben zwei neue Leute, wahrscheinlich auch zwei neue Waffen oder so, neue Gadgets. Aber das war's. Und das macht keinen Spaß. Wenn du, ne, guck mal, ich sitze jetzt hier eine Viertelstunde mit euch rum und komme in das Spiel nicht rein. Die hauen sowieso gleich wieder ab. Soll ich jetzt auch schon wieder kommen? Naja, ihr wisst, was ich meine. Und ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Aber, naja, ihr wisst, was ich meine. Na, wird das heute auch noch was? Naja. Ja, was habe ich gesagt? Ich warte hier mit euch und ich stehe hier rum und sitze hier nur rum. Das ist die beschissenste Folge, die man haben kann. Naja. Und deswegen gehen auch die meisten raus, weil sie keinen Bock haben zu warten. So wie der hier. Ja, hallo? Kannst du jetzt mal losgehen? Naja, komm schon. Also wie gesagt, da, oh, jetzt ist ein Fehler aufgetreten. Das ist doch nicht mehr normal oder was. Ich habe eine gute Leitung, ich habe eine sehr gute Internetleitung, wirklich. Na, die ist immer aufrecht, blau und düs und dann so eine Scheiße. Touristenjagd, wir machen genau. Ich will ja nicht aufgeben, ich möchte ja euch auch was zeigen. Und aber so macht das echt keinen Spaß vom Spiel her. Ja. Oh, eine. Eine.
Moin. Ja. Nicht mehr, das ist doch Kacke, ist das? Das ist doch. Oh. Naja, Leute. Aber eigentlich kann man doch Terroristenjagd machen oder so. Als einsamer Wolf und dann spielt man alleine. Dass man wenigstens ein bisschen was zusammen gemacht hat. Dass wir mal ein bisschen gespielt haben. Machen wir auf schwer. Ich will jetzt euch noch ein bisschen was zeigen. Und dann ist aber wirklich. Also, das war jetzt heute das letzte Let's Play. Die letzte Folge. Und es tut mir ehrlich leid. Einsamer Wolf, Terroristenjagd, schwer, Bomben entschärfen. Ja, schön. Ich bin alleine. Oder habe ich auch ein Team? Ich bin alleine. Wie typisch. Ich bin alleine. Schön. Ja, vielleicht habe ich ja noch. Ich bin ja ein. Was sage ich denn da? Ich habe ja noch andere Leute, ne, als Team, oder nicht? Naja, wir gucken mal. Ihr müsst eine Bombe finden und entschärfen. Gehen wir mal hier rein. Ist ja voll mit den Leuten hier. Ja, okay, wir machen mal.
So. Okay. Alter, ich bin total ruhig jetzt gerade, ne? Aber ich finde es schade, ich hätte am liebsten eine Yacht gemacht. Bestimmt im Keller unten oder so. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, glaube ich, langsam. Heute gibt es mal eine extra lange Folge für euch.
nähern sich aus dem Keller! Und den Entschärfer platzieren. Entschärfer platziert. Gegen feindliche Aktionen schützen. Ah, okay. Das war heute eine schöne Folge mit einer und einer der letzten Folgen von Rainbow Six Siege. Also die Server sind scheiße und es ist alles kacke, du kommst eh schwer rein. Heute haben wir eine extra lange Folge gemacht und das war auch Ende der Folge. Und deswegen sage ich hiermit auf Wiedersehen und wir sehen uns bei uns in meinen letzten, bei meinen anderen Videos. Und demnächst auch bei Far Cry 5. Und so geht's, Far Cry 5. Und damit beende ich das hier alles. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe ein bisschen Hicker, einen kleinen. Und auf jeden Fall auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.